Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn ja, es ist heute endlich mal die Glossybox bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Unibox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, irgendwie in den letzten Monaten kam die Glossybox immer etwas später bei mir an. Wir haben heute den 10. Juni. Ja. Den 10. Juni und bei den meisten ist sie schon eingetroffen. Ich habe schon einige Posts auf Instagram gesehen. Ich habe schon gesehen, dass viele das auch hochgeladen haben auf YouTube. Keine Ahnung. Irgendwie dauert das bei mir in letzter Zeit eine ganze Weile. Die kommt diesen Monat im klassischen Design. Ist relativ schwer auch tatsächlich. Kostet 12,50 Euro bis 15 Euro pro Monat, je nachdem, welche Aboform du wählst. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du gerne, wenn du die Glossybox abonnieren möchtest, meinen Code verwenden, den ich dir hier mal einblende. Dann bekommst du ein bisschen Rabatt und ich kann Glossy Points sammeln. Und genau, so ist das mit alle. Und jetzt mache ich die Box mal auf. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass sie heute kommt, denn ich habe auch noch gar keine Weitergehensbestätigung bekommen. Also das stand halt nicht, dass die heute in Zustellung ist. Ich habe zwar die Sendungsnummer bekommen, aber da ist einfach nur dieser graue Status, es ist angekündigt, bla bla. Habe eben auch so ein Trash-Paket gepackt und jetzt sitze ich hier. Ich bin ungeschminkt heute, weil ich habe noch Urlaub tatsächlich diese Woche und ich gehe gleich einfach auf einen Mädelsabend und da wollte ich einfach ein bisschen chillig sein. Wir sehen uns endlich wieder. Und können auf Abstand zusammensitzen. Das ist so schön und ich könnte gerade wieder fast heulen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig tatsächlich und mir wurde auch schon gesagt, dass ich ein bisschen übervorsichtig bin. Deswegen, ja, freue ich mich aber trotzdem sehr drauf, meine Mädels wiederzusehen. Meine Zuckerpuppen, ja, genau. So, jetzt entfernen wir einfach mal den Deckel von der Box. Das ist halt immer das gleiche Boxenformat, sage ich mal. Manchmal hast du auch ein anderes Boxendesign. Und hier haben wir den ersten Blick in die geöffnete Box. Da haben wir zum einen hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Wo uns auch direkt schon gesagt wird, was das Motto ist. World of Beauty Edition. Bin ich sehr gespannt. Und das Seidenpapier ist auch tatsächlich in so einem, ja, weltlichen Design, würde ich jetzt mal dazu sagen. Finde ich ganz schön. Ich glaube, cooler hätte ich es tatsächlich gefunden, wenn die Box auch in dem Design gewesen wäre. Aber das ist auch mal irgendwie was Spezielles, weil sonst ist halt wirklich immer die Box dann in einem anderen Design. Jetzt ist Papier. Ist halt auch mal was anderes. Also von daher auch schon wieder cool. Da kommt jetzt kein eigener Duft raus, aber ich gucke jetzt erstmal, was die Macher der Box sich überlegt haben. Beim Packen der Box, beim Design der Box, beim Befüllen der Box. In der Welt zu Hause mit deiner World of Beauty Edition. Schönheit liegt im Auge des Betrachters und genau deshalb sagen wir im Juni, die Welt ist schön und es gibt noch so viel Unentdecktes, das unsere Herzen und Köpfe mit unvergesslichen Eindrücken füllen kann. Schnapp dir deine Glossybox World of Beauty Edition, die voller Produktinspiration aus verschiedenen Ecken dieser Erde ist. Lass uns die Schönheiten der Welt entdecken, auf unbekannten Pfaden wandern und uns von Beauty-Ritualen aus aller Welt inspirieren. Lass uns das Leben eines echten Beauty-Nomaden leben, unbekümmert und ohne Plan in den Alltag starten und einfach mal aus der gewohnten Routine ausbrechen. Keine Regeln, mehr Freiheit und Wagnisse. Entdecke tolle, praktische Essentials aus der Box, die dich überall hin begleiten und dir, egal wo du bist, ein heimisches Gefühl schenken. Zeig uns deine schönsten World of Beauty-Momente auf Social Media unter dem Hashtag glossybox-de. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. PS, wir zelebrieren den lang ersehnten Sommeranfang mit einem 6. Überraschungsprodukt für dich. Freue dich auf eines dieser 3, oh cool, Glossy-Must-Haves in Mindestwert von 17 Euro. Also entweder hast du eine Trifle Cosmetics Praline Palette, einen Glossybox Blender Pinsel oder einen Uslu Airlines Nagellack. Da ich den Nagellack und die Palette schon hatte, hoffe ich jetzt natürlich auf den Blende Pinsel. Ja, wir gucken einfach mal zusammen rein. Wie gesagt, es riecht nach nichts und eben wirklich gespannt, was drin ist, muss ich tatsächlich sagen. Denn World of Beauty, das also ist sehr offen vom Thema her, aber wir gucken am Ende mal, ob es gepasst hat. Wir haben kein Klebi, das heißt, der Klebi ist hier. Und hier haben wir den Blick in die Box und ich sehe schon, dass ich den Pinsel gekriegt habe. Geilomat! Das freut mich, das ist von Luxi ein Pinsel. Oh, Luxi ist wirklich eine tolle Marke. Ich habe auch letztens erstmal ein Pinselsammlungsvideo abgedreht. Das kommt jetzt am Samstag auch online. So ein geiler Pinsel. Da kannst du schön hier deinen Finger und dann kannst du hier schön... Oh, geil. Das
freut mich. Das ist schon direkt mein Highlight-Produkt, weil ich mag Pinsel. Und die Luxi-Pinsel, da hatten wir schon einige von drin. Die sind qualitativ echt toll und die sind teuer. Also von daher, das ist schon mal top. Dann habe ich hier das Produkt, was ich glaube jeder auch in der Box mit drin hat. Das ist von Sleek, die Highlighting-Palette in der Farbe Soul Styles. Das ist diese hier. Die hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal mit drin. Die habe ich auch schon das ein oder andere Mal tatsächlich aussortiert. Ich meine, weil da ein Ton auch mit bei ist. Irgendwas ist da hinten umgefallen. Der halt nicht eine pudrige, sondern eine cremige Textur hat. Ansonsten sind die Sleek Highlighter richtig gut. Da ich jetzt aber mittlerweile auch darauf umsteige und sage, ja komm, Cremeprodukte sind eigentlich gar nicht so verkehrt, ist es irgendwie Schicksal, dass die jetzt wieder bei mir ist, oder? Ich weiß nicht. Das heißt, sie bleibt jetzt auch bei mir, weil, also, die war geil. Die war richtig gut. Aber ich habe sie halt immer wieder aussortiert wegen dem Cremeprodukt, weil ich gesagt habe, na, verwende ich nicht und so. Leute, die ist wunderschön, ne? Das ist auch so eine schöne Reisegeschichte, finde ich, weil die auch ja recht stabil von der Verpackung her ist. Das heißt, das kann jetzt nicht irgendwie, das Plastik kann nicht irgendwie reißen oder so, so wie bei anderen Highlightern. Du hast hier ja, ein Cremeprodukt dabei, genau. Und ein Spiegel, ein Pinselchen mit dabei. Also die ist wirklich klasse, ne? Ich gehe jetzt mal in die verschiedenen Töne rein. Du kannst zum Beispiel diesen Cremeton auch super verwenden unter der Foundation oder über der Foundation so drüber gearbeitet oder unter den Highlightern, um die Geschichte zu intensivieren. Und da sie so hell ist, ist sie auch vollkommen für mich geeignet. Und ja, ihr seht's ja, ne? Die ist schon krass. Deswegen, also finde ich das jetzt, oh ja, schön. Richtig gut, dass die jetzt mit drin ist. Das ist Schicksal. Das ist wirklich Schicksal. Und das sind richtig schöne, helle Highlighter-Töne. Das sieht man auch, ne? Ich meine, so intensiv machst du dir die nicht drauf. Das verblendet man natürlich und trägt die sanft auf. Aber so sehen halt die Swatches aus und das knallt. Das ist richtig schön. Und deswegen finde ich das cool, dass die mit drin ist. Ja, eine dritte, vierte, fünfte Chance. Ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt schon irgendwo mit drin hatte. So, das nächste Produkt ist von Neutrogena in Krüppelpapier drin. Ey, loslassen. Und zwar Kurkuma Clear. Ui, ein beruhigender Reinigungsschaum mit hautschonendem Kurkuma. Ja, also ich sag's mal so. Wie sag ich's denn am besten? Ölfrei, nett. Neutrogena vertrage ich ganz gut. Reinigungsschaum ist nicht unbedingt das, was ich gerne verwende. Ich verwende tatsächlich lieber Reinigungsprodukte, die ich mir entweder direkt aufs Gesicht so aufgebe oder auf ein Pad, auf ein wiederverwendbares Pad zum Beispiel. Kurkuma ist eine Hausnummer. Dadurch, dass wir die HelloFresh-Box abonniert haben und ja, da halt auch immer mehr so ein bisschen kulinarische Erlebnisse haben und auch mal was anderes probieren, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir gemerkt, dass tatsächlich Kurkuma uns auch sehr gut gefällt. Aber auf der Haut, das ist, finde ich, immer schwierig, sowas dann auf die Haut zu geben. Ich guck mal, ja, ich kann es aufdrehen, ich kann dran riechen. Das ist auf jeden Fall auch für unreine und sensible Haut geeignet und die habe ich aktuell wirklich, ne? Das ist eigentlich genau passend. Riecht sehr interessant. Hat auch ein bisschen was von Ingwerduft, finde ich, mit dabei, ne? Aber das finde ich irgendwie cool. Auch ein bisschen freaky. Ich werde es mal austesten. Doch, ich glaube, das macht Sinn. Das ist eigentlich ein Produkt, was für mich passen müsste, ne? Gut, dann haben wir hier als nächstes Aloe Après Soleil After Sun Aloe Vera Gel von De Bruyère. 50 ml sind hier enthalten. Das ist auch vollkommen für mich passend. Und da geht es ja auch echt um die Welt, ne? Ich weiß nicht, Neutrogena? Kommt das aus Deutschland oder kommt das aus irgendeinem... Nee, aus Frankreich, siehst du? Johnson & Johnson aus Frankreich. Sleek ist eine englische Marke. Aloe de Bruyère ist auch Frankreich. Ja gut, haben wir zweimal das gleiche Land. Ist aber nicht schlimm, weil Après Soleil, Leute, ne, wenn man jetzt Sommer oder wenn man reisen würde, theoretisch, würde das auch auf jeden Fall passen. Definitiv. Und ich kann es halt auch gut gebrauchen, weil mein Rücken ist jetzt gerade sehr, sehr trocken. Riechst du aber hier nichts durch. Wahrscheinlich ist es auch noch parfümfrei. Ist immer großartig, wenn ich an den Sachen rieche, ne? Apply on a clean, dry skin, performing gentle circular massage, emphasizing dry and sunburned areas. Ja, ich ja, kann mittlerweile wieder ein BH tragen, was ich feiere. Konnte ich 2 Wochen lang ungefähr nicht. Ich kann wieder normale Kleidung tragen. Übrigens ist das ein Winterkleid, weil wir sitzen gleich draußen. Es ist gar nicht so warm. Ich meine, es ist warm, ja, irgendwie 17 Grad heute. Aber es ist bewölkt und irgendwie fängt es bald an zu regnen. So habe ich das Gefühl, keine Ahnung. Naja, gut. Ich mache hier ein ganz schön langes Unboxing. Es tut mir leid. Als nächstes haben wir hier von
Rituals feiere ich richtig gut. Natural Skincare, Miracle 3-in-1 Micellar Water, Indian Rose and Holy Lotus. Oh, das ist toll. Am Micellenwasser sollte man übrigens immer abwaschen. Das sollte man nicht auf dem Gesicht lassen. Ne? Also auch wenn du Micellenwasser verwendest, um dein Gesicht zu reinigen, safe nachher mit Wasser abwaschen, Leute. Weil ich glaube, gehört zu haben, ja, dass das nicht so unbedingt gut für die Haut sein soll, wenn man es drauf lässt. Jo. Das ist halt eine kleine Größe mit 30 Millilitern. Aber das ist dann auch ganz gut zum Augen-Make-up entfernen. Ja, riecht sehr dezent. Aber ich meine, gut, was soll ein Micellenwasser gut groß riechen, Leute, ne? Deswegen finde ich ganz cool. Ich mag Rituals und ich finde es großartig, dass es mit dabei ist. Ich weiß gar nicht, wo kommen Rituals her? USA, guck. Da sind wir auch schon mal richtig weit um die Welt gereist. Okay, dann haben wir hier das letzte Produkt drin. Und zwar von Sanssouci Baden-Baden-Thermalspray. Oh, das ist was für meine Mom. Ohne Konservierungsstoffe, 50 Milliliter sind hier enthalten. Das ist ein Spray, was du auf die Haut auftragen kannst und was die Haut in dem Sinne beruhigt. Wenn du zu Neurodermitis neigender Haut hast oder auch wenn du dir den Rücken verbrannt hast oder so, ist es echt geil. Und jetzt gerade halt auch so zur Erfrischung ist es eine ganz gute Geschichte. Müsste aber auch wieder... Nee, das kommt jetzt aus Deutschland. Siehste, Sanssouci kommt aus Deutschland. Klar, Schloss Sanssouci sollte man kennen. Wobei, das kommt aus Baden-Baden. Auch interessant, ne? Aber gut, ja. Das ist dann Deutschland, England, Frankreich, Amerika und, was hatte ich hier gesagt, USA, ne? Das war Frankreich, das war USA, genau. Wir sind schon so ein bisschen um die Welt gereist. Das muss ich wirklich sagen, es hat auch auf jeden Fall gepasst. Luxi, ich weiß gar nicht, wo Luxi herkommt, aber für mich passt es halt auch so ein bisschen für um die Welt reisen. Ja, also die Produkte haben mir gefallen. 12,50 Euro habe ich für die Box bezahlt und ich habe einen ganz guten Wert jetzt auch raus, würde ich mal so behaupten. Wenn ich mir die Produkte auch so anschaue, gefällt mir das ganz gut und das sind brauchbare Produkte. Es ist jetzt kein Produkt, wo ich sage, oh mein Gott, wobei doch, das mit dem Kurkuma ist schon so ein bisschen was Außergewöhnlicheres, würde ich sagen. Ne? Weil manchmal hast du das ja auch, dass du in den Beautyboxen, deswegen liebe ich dir ja auch so sehr, Produkte mit drin hast, die so ein bisschen dich mal aus dir rausbrechen lassen, mal was Neues erleben lassen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!